Kennst du sie auch, diese Hundewelpen-Videos, die dir überall feilgeboten werden? Du weißt schon, mit diesen kleinen Hundewelpen, mit diesen großen Knopfaugen und diesen puscheligen Ohren und diesen kleinen Schnäuzchen und diesen riesen Pfoten und alles ist Fell und Flausch und Puff und Wuff. Ja, sowas habe ich heute nicht für dich. Ich habe heute leider keine Hundewelpen-Videos für dich. Jetzt klinge ich schon wie Heidi Klum. Aber trotzdem gibt es heute gute Laune. Gute Laune für dich zum Thema Entrümpeln, Entmisten. Weil mein Name ist Carola Schmidhammer und ich hatte 2011, wie du spätestens seit dem Video von letzter Woche weißt, einen fulminanten Burnout. Und seither helfe ich aber Menschen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Weil weniger Krempel, weniger Belastendes im Leben ist gleich mehr Klarheit. Yes. Oder yeah. Also, wie sagt man auf Englisch so schön? You can boil down things in life. Also, wenn du sozusagen die Sachen mal auf die Essenz herunterbrichst im Leben, dann wirst du feststellen, es dreht sich eigentlich alles um Gefühle. Ob du, keine Ahnung, im schlimmsten Schneesturm trotzdem im Fußballstadion bei deiner Lieblingsmannschaft hockst oder mit deinem Hund draußen spazieren gehst, auch wenn es noch stockfinstere Nacht ist, oder ob du eben dich mit deinen Freunden triffst oder ob du dir einen coolen Film anschaust. Es geht immer, immer genau darum, wie du dich fühlst. Du bist immer auf dieser Suche oder auf dem Finden von diesem Glücksgefühl, von diesem guten Gefühl. Und so ist es eben auch, ich habe dir versprochen, es wird ein zweiter Tipp zum Thema Entrümpeln, so ist es eben auch mit dem Entrümpeln. Es gibt Dinge, die lassen uns gut fühlen und es gibt Dinge, die ziehen uns richtig runter. Und jetzt kommt der Klopfer. Ich wäre nicht die Schmidthammerin, wenn ich dir nicht heute einen Tipp zum Thema Entrümpeln geben würde, der aber tatsächlich auch in allen anderen Lebenslagen total gut hilft. Und zwar ist der Tipp: If it's not a clear yes, it's a no. If it's not a clear yes, it's a no. Wenn du kein klares Ja in dir hast, dann ist es ein Nein. Weil schau, das Leben ist ja schwarz und weiß und diese ganze Palette an Graustufen dazwischen. Und wenn du jetzt zum Beispiel zu deinem Kleiderschrank gehst und dein Lieblingstop siehst, wie mein neues Lieblingstop, dann weißt du normalerweise ganz genau, oh ja klar, also das ist mein Lieblingstop, das bleibt natürlich, weil das gefällt mir, da habe ich einfach immer gute Laune, da fühle ich mich super drin, ganz klar, das bleibt. Also das ist sozusagen der weiße Stapel und du sagst, yep, du bleibst unbedingt im Haus. Und dann gibt es natürlich die anderen Sachen, wo du dir denkst, oh mein Gott, also das hat mir echt noch nie gestanden, ein typischer Fehlkauf, vielleicht war ich da in einer bestimmten Zyklusphase, aber dazu ein anderes Mal mehr. Und da habe ich mich einfach völlig vertan. Also das ganz klar, ganz klares Nein zu diesem Kleidungsstück. Naja, und jetzt wird es ja tricky. Und dann gibt es ja all die Kleidersachen, wo du dir denkst, ja, weiß ich nicht, ja, vielleicht, ja, keine Ahnung. Also dieses, weißt schon, wo du so wischiwaschi wirst. Und genau hier greift dieser zweite Tipp, dieser so legendäre Satz. If it's not a clear yes, it's a no. Also, schnapp dir deine Eieruhr, schnapp dir 10 Minuten Timer in deinem Handy, egal. Fang an, einfach machen, miste aus nach dem Prinzip. If it's not a clear yes, it's a no. So, so einfach ist es. Und nächste Woche gibt es, wie gesagt, ein Kids-Video. Endlich mal wieder was für die Kids. Hilft, wie gesagt, auch bei den Großen. Also unbedingt Clear Yes dazu. Und natürlich klares Ja zum Kanalabo, klares Ja zum Videoteilen. Bis nächste Woche. Behalt dir deine gute Laune. Bis dann. Ciao.